Hallo Leute, ich bin's Molesting Betty. Heute möchte ich über etwas Privates reden, bleibe aber trotzdem beim Thema Body Modifikation. Ich bekomme nämlich eine Septorhinoplastik. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Seit meiner Kindheit leide ich unter Atem- und Schlafstörungen, weil meine Nase innen und außen zu eng ist. Das Problem mit meiner Nase war das, dass ich nicht gut atmen konnte, dass ich eine gebrochene Nase hatte und dass ich auch oft auf Vorurteile gestoßen bin. Als erstes bin ich zum HNO gegangen. Er riet mir unbedingt von der OP ab, bestand darauf, dass die Krankenkasse die Kosten für die OP nicht übernehmen wird und hat mir sogar die falschen Unterlagen mit ins Krankenhaus gegeben. Deswegen beschloss ich einfach gleich in die HNO des St. Jürgen Krankenhauses in Bremen zu fahren und wie der Zufall es wollte, wurde ich dort auch vom Oberarzt untersucht, der sofort mein Problem erkannte. Mein Chirurg hat gesagt, dass ich eine offene OP bekomme, das heißt, dass sie meine Nase hier unten anschneiden und dann nach oben klappen werden. Hier wird ein kleiner Schnitt gemacht, damit der Knochen an der Stelle gebrochen werden kann, damit ich besser Luft bekomme und die Symmetrie auf beiden Gesichtshälften korrigiert werden kann. Montagabends um 19 Uhr musste ich ins Krankenhaus fahren. Ich wurde dann morgens um 6 Uhr geweckt. Um 7 Uhr hatte ich meine OP. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Es gab nichts auf der Welt, was mich darauf vorbereiten konnte, was ich im Nachhinein erlebt habe. Ich bin im Aufwachraum aufgewacht. Mir war schwindelig, mir ging es nicht gut und ich habe auch die ganze Zeit Blut gespuckt. So Leute, ich bin aus dem OP raus. Ich habe ein bisschen Druck im Kopf, aber Schmerzen habe ich Gott sei Dank keine. Mein ganzes Gesicht stand unter Druck. Ich habe deswegen auch die schlimmste Nacht meines Lebens hinter mir. Heute Morgen wurde ich wie immer geweckt, dass meine Nasenlöcher gereinigt werden. Und am Sonntag darf ich nach Hause. Ich bin endlich topfit. Ich habe heute nämlich die Silikonplatten aus der Nase rausbekommen. Seitdem fühle ich mich, als wäre gar nichts. Das Schlimmste für mich an dieser OP war, wie ich die erste Woche danach aussah. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so ein aufgequollenes Gesicht haben werde. Ich bin auch kurz nach der OP rausgegangen, bin einkaufen gegangen und habe gemerkt, wie schockiert die Leute auf mich reagiert haben. So Leute, mir wurde endlich der Gips abgenommen und ich bin absolut begeistert. Meine Nase sieht symmetrisch aus. Man sieht mir nicht an, dass ich eine OP hatte. Das war mir natürlich auch sehr wichtig. Ich wollte ein natürliches Aussehen und bin deswegen absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Das bin ich jetzt ohne Gips. Der Huckel ist weg. Meine Nase ist perfekt gerade. Ich habe zum Glück auch keine Rutschbahn. Meine Nase sieht auch von der anderen Seite wunderschön aus und gerade. Jetzt, nachdem der Gips weg ist, fühle ich mich frei. Der wurde nach 5 Tagen gewechselt und dann musste ich den nochmal 6 Tage tragen. Ich bin gerade von meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt zurück und hatte zum Glück endlich die letzte Nachkontrolle. Thank you.
4 Wochen nach der OP ist mein Gesicht jetzt endlich nicht mehr angeschwollen. Vor allem hier spüre ich meinen Knochen wieder. Nur noch die Nasenspitze ist ein wenig taub und angeschwollen. Ich bin wieder mal auf dem Weg ins Krankenhaus und zwar riecht meine Nase seit 2-3 Wochen ein wenig komisch. Deswegen frage ich mal meinen Chirurgen, was da los ist. Gesehen habe, war ich ja heute bei meinem Arzt. Der hat mir gesagt, dass das Ergebnis gut ist. Allerdings wächst meine Nase nicht gut zusammen. Ein anderer Aspekt, den ich bisher noch nicht angesprochen habe, ist das Thema Depressionen nach der OP. Ich war früher öfters depressiv, habe mich auch gerne mal isoliert und zurückgezogen, habe mich auch gehindert gefühlt in meinem Leben an vielen Sachen, die ich machen wollte. Ich merke wirklich, dass da jetzt ein Unterschied ist. Monate nach der OP habe ich gelernt, geduldig zu sein. Die Probleme mit den unsauberen Nähten vorne sind zwar immer noch präsent, machen mir aber keine Sorgen mehr. Das heißt auch, dass ich nicht mehr depressiv bin und mit meinem neuen Aussehen Frieden geschlossen habe. Man sieht, komme ich dem Endergebnis immer näher. Entzündet hat sich seit längerem auch nichts mehr. Leider bin ich aber immer noch der Meinung, dass ich seit der OP nicht besser atmen kann. Vom Aussehen her bin ich aber relativ zufrieden mit dem jetzigen Ergebnis. Thank you.
ist zwar nicht perfekt verheilt, allerdings ist sie schon viel, viel dünner geworden als vorher. Und beim Make-up entzündet sie sich nicht mehr. Das heißt, dass ich meine Nase jetzt ohne Probleme schminken kann. In der Aquaklinik hat mir der Arzt gesagt, dass meine Nase sehr gut operiert wurde. Meine Nasenscheidewand ist nämlich perfekt gerade. Er nannte es die Nasenkappe. Die ist bei mir auf der rechten Seite zu eng und dadurch kann ich nicht richtig atmen. Er hat mir dann empfohlen, Nasenspray mit Cortison zu nehmen, damit sich das Ergebnis noch ein bisschen verbessert. Die Aquaklinik hat mich jetzt zu einem anderen HNO überwiesen, wo ich das CT machen lassen kann. Und danach wird dann entschieden, ob ich in der Tat eine neue OP brauche oder ob mir auch mit anderen Mitteln geholfen werden kann. 12 Monate sind jetzt seit der OP vergangen und genau an Silvester musste ich mir natürlich eine schöne Erkältung holen, die ich ewig lang verschleppt habe. Jetzt sehe ich aber, dass die Schwellung von meiner Nase endlich weg ist und ich kann das Endergebnis genau sehen. Wie findet ihr das Ergebnis? Schreibt mir doch in die Kommentare, soll ich mich nochmal unter das Messer legen lassen und die Kleinigkeiten reparieren lassen oder sagt ihr, dass das Ergebnis natürlich genug ist und ich versuchen sollte, mit dem zu leben, was ich jetzt habe. Addet mich auf Facebook, schaut auf meiner Webseite vorbei, molesting-betty.com. Und ab jetzt könnt ihr mich auch noch auf Instagram finden. An dieser Stelle bedanke ich mich auch für die ganzen Zuschauer, die mir ständig geschrieben haben, mich ermutigt haben, weiterzumachen und die nach mir gefragt haben, wenn ich mal eine Zeit lang Pause gemacht habe. Ich freue mich immer, wenn ihr was zu sagen habt. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann liked sie einfach.